Ja, klar. Weißt du nicht, oder? Ja. So, wir sind wieder live für euch da und es geht gleich weiter. Schön, dass ihr gewartet habt, dass ihr mit uns seid. Und eben die anderen Künstler konnten nicht kommen, die sind wegen der Sperrung der A9 auf der Autobahn und die singen sicher auf der Autobahn und die halten weiterhin den ganzen Verkehr. Danke an die, die geschrieben haben, Markus. Die Musik ist heute Abend sau gut. Danke, Pepe. Grüße an euch alle. Grüße, Joe. Grüße an Pepe und Corinna. Die Musik ist wunderbar. Joe und Jasmin, wir grüßen euch auch. Amalia, Kraft und Tiefe. Ina, ich wünsche mir auch so eine Übereinstimmung, so schön, so schöne Lieder, Gesang und Bewegung. Arabra, viel Spaß, ihr Lieben. Ich stoße mit euch an. Ein Prosit aus München. Yeah. Sabine, aus deinem Bild schaut ein Gesicht heraus. Anaila, ja, die Musik hat mich getanzt. Barbara, ja, ich habe getanzt. Es hat mich sehr bewegt. Bravo, wunderschön. Ja, das ist natürlich ein bisschen anders. Wir haben das kurz, wir bauen die Bühne auf. Auch vorhin besprochen, die meisten, wo die Musiker singen, wird nebenbei gesprochen. Und da ist die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung. Und Pepe ist jetzt bereit, natürlich allein aufzutreten. Die Gage haben wir schon festgelegt. Und man kann ihn einladen für solche rauschende Feste, Feten, Party. Aber diese intime Party, wo nichts konsumiert wird, sondern wo alles mitschwingt. Es werden noch die letzten Leckereien ausgepackt. Die Dessert und alles baut sich auf. Die Spannung steigt. Schokolade hilft mit. Wein auch ein bisschen. Und lade ein, die Körper vorzubereiten mit Sauerstoff und alles, was dazugehört. Aufmerksamkeit für diese nächste Runde mit Pepe Cuesta von der Gruppe Los Comandantes. Und ich weiß nicht, warum er hat mich General genannt. Ich habe gesagt, nein, aber er hat darauf bestanden. Ich weiß nicht, wer wichtiger ist, aber naja, ist ja egal. Ne? Mein Ego ist so klein, das wissen alle. So, meine Einladung ist jetzt so wieder ein bisschen auch reinzukommen. Mit etwas, was uns wieder in die Stille kommen lässt, in die Aufmerksamkeit. Denn das, was für einen Künstler am wichtigsten ist, ist die Aufmerksamkeit. Ich würde sofort aufstehen, wenn ich spielen würde in Party, wo die Aufmerksamkeit nicht da ist. Es ist für mich
Kunst ist höher als Religion, denn Kunst geht und nimmt aus dem Moment. Während Religion ist oft eine Kopfsache, wo gedacht ist und wo irgendwie irgendjemand eine Hierarchie ist. Gut, also, ich höre gleich auf. Manche sagen, ich rede zu viel, das stimmt aber nicht. Alle lächeln hier und sagen doch, naja, irgendwie, alle stürzen sich noch auf die Süßigkeiten. Njam, njam. Und machen sich bereit für die nächste Ekstase. So, ich schiebe jetzt das Mikro und drehe gleich alles um. Die anderen Kommandanten kommen. Hast du noch mal was gehört? Nein. Und wir können viel mehr Musik und verschiedene Töne machen und Bass und Percussion. Aber okay, ich kann weiter allein singen. Summer.
es wohl. Que tengo miedo a perderte, perderte. Sehen, dass wir haben viel Spaß hier, viel Tanz und wir können weiter mit Tanz. Aber wir brauchen mehr Männer auf der Tanzfläche, oder? Nein. Ich glaube, sie wollen nicht. Aber nach und nach. Oder die große Herausforderung ist jetzt ein Lied zu spielen, das nur die Männer anspricht. Ui. Zu tanzen. Ja. Nur die Männer anspricht. Zu tanzen. Mhm. Schöne Musik, schöner Mann. Danke. Schöner Gesang. Baba. Baba. Danke. Okay, ja, für Männer. Ich glaube. Ein Fußballlied. Oder? Ja, wenn es die Männer ansprechen soll. Ja, so ist es. So kann man sie zumindest locken. Nicht alle. Ich weiß nicht, was glaubst du? Hast du eine Empfehlung, Corinne? Leider nicht. Du weißt, das lasse ich dir als Meister. Okay, als Meister. Vielleicht Herr Dietz, eine Empfehlung für Männer anzulocken? Um Männer anzulocken. Jetzt eins, es gibt keine Lieder für Männer, jetzt eins zu komponieren. Das hat was mit Fußball zu tun, Hans. Oder Bier. Oder Bier. Ein Bossi, ein Bossi, der Gemütlichkeit. Das war Männerzeit. Jetzt wir wieder. Die Mitte steht schon. Bitte. Los colores y pintar mi vida lista.
das gut, was gut, was recht, das Impossible ist der Brände. El Arauco de un niño es tu cuerpo de mujer. El Arauco de un niño es tu cuerpo de mujer. El Arauco de un niño es tu cuerpo de mujer. El Arauco de un niño es tu cuerpo de mujer. Dankeschön. Cuerpo de mujer, Frauenkörper, heißt es. Motiviert die Männer zu dich schützen. Ja, war gut. Der Frauenkörper. Frauenkörper motiviert. Ja. Immer so. Deswegen. Aber du hast verstanden. Ja. Der Einzige. Okay. Vielleicht die Leute hinter der Kamera können was wünschen. Bestellen. Ja, ihr könnt was bestellen. Wünschen. Vielleicht mal gucken, ob du es schaffst, uns mit deiner Musik jetzt steigernd in die Ekstase zu bringen. In das Tanzen ohne Grenzen. In die völlige Auflösung von Körper, also Zusammenfügung von Körper und Geist. Mhm. Dass du richtig, das ist jetzt gekommen. Ne? Wir wollen jetzt das Höchste erfahren. Höchste Erfahrung. Okay. Also, dass du uns immer mehr in den Körper bringst, immer mehr. Immer mehr. Und dann? Stille. Und dann? Und dann Stille. Dass wir von der höchsten Bewegungsform zur Stille kommen. Aha. Okay. Ich kann versuchen, was machen. Thank you.
querer desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando en todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gelungen? Ja, das war der Kommandant Che Guevara.
Vielen Dank. Ich habe einen Puls. Hm? Ich habe einen Puls. Hm? Ja. Einen Puls? Ich habe, genau, ich habe einen Impuls. Das ist die Barbara, die diese wunderschönen Bilder macht. Ja. Malt, wie auch fotografiert, Lichtwesen. Und sehr innige Freundin auch, große Verbindung. Und sie ist ja den ganzen Abend schon mit uns und wertschätzt das Ganze sehr. Und ich habe jetzt den Impuls, ja, Malerei trifft Musik. Ob du einfach die Barbara, ja, jetzt für die Barbara ein Lied, einfach ihre Kunst fühlen kannst und ihre Schönheit, ihre, was sie ausmacht, und einfach ein Lied für die Barbara. Mhm. Als ich hier gekommen bin, dieses Bild und die andere hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Seit Anfang. Mhm. Okay. Mhm. Ein schönes Lied aus Kuba. Ich mag gerne dieses Lied. Eternamente de amor.
Voll, voll Barbara. Ja? Schön. Ah, okay. Ja. Das ist ihre. Wunderschön. Bin heute auch so immer drauf. So was so? Immer. Wunderschön. Freue mich. Ja, wenn wir ins Fühlen gehen, ist immer getroffen. Wenn wir denken, ist meistens begrenzt. Jo, jetzt schenkt dir was. Was du willst. Okay. Lass uns die Lippe schenken. Was? Zum Tanzen? Experiment mit den Händen. Was war denn ungefähr der Text? Markus, so schön. Die hat den Kopf mit sich. Es ging um Liebe, Baba. Sabine meint, dass ich muss. Ne, muss gar nicht. Das war eine Idee. Oder? So, also Tiet hat was wahrgenommen einfach. Wenn du weißt, dass du einfach gut mit den Händen so einen Rhythmus, also statt die Gitarre und das, was kommt. Aber also, alle? Ja, zusammen. Okay, mit uns allen, ja. Ich kann anfangen und alle können weiter. Ja, schön. Aber ich fühle. Ja. Ich bin der Führer. Ich fühle.
Okay. Und weil wir gerade dabei sind, dein Allround-Talent gerade kennenzulernen, habe ich auch mitgekriegt, du bist ein toller Tänzer auch. Und warum denn so ein Tanz mit euch? Das wäre auch schön. Ja. Wenn die Band auch dabei ist, dann macht es natürlich gern. Mhm. Und dann auch die Tanzfläche. Also wir sind ja die Band. Ihr seid die Band. Ja. Okay. Oder du hast ja auch Musik dabei oder so. Nachfalls oder so. Ja. Sabine, aber nicht von. Nach dem, was du möchtest. Ich kann singen. Ah, bitte, ja. Was? Wir haben den Sänger schon. Ja, ah, kannst du singen? Zusammen. Ah, ja, zusammen. Zusammen. Okay. Nicht, weil er was? Er tanzt, darum ging's. Du singst. Und wer spielt? Hm? Du spielst? Nee, ich kann nicht. Kann ich spiele, ja. Oder dass ihr was zusammen macht, singt ja und spielt? Was weißt du, dass ich weiß? Was kennst du, dass ich kenne? Dein Repertoire kenne ich. Ja? Okay. Wir machen was mit Miguel. Ui. Barbara. Das ist runtergefallen. Sorry. Was können wir zusammen machen? Movida, ne? Una movida. Como que, por ejemplo? Sí, porque para entender el reloj. ¿Sabes la el caberito? Sí. Okay. Wir singen zusammen ein typisches, sehr, sehr typisches Lied aus Spanien. Das ist typisch. Alle Spanier singen das Lied. Wir haben richtige Spanier hier. Un pedacito.
grito de cielo, clavelitos, clavelitos. Ja, das ist das Lied in einer Party in Spanien. So. Das kennt jeder. Aber nicht jeder kann so singen. Ne? Also, das braucht viel Energie. Ja. Und manche trauen sich eben nicht. Ja, aber. Aber das war ein männliches ihr könnt. Das war ein männliches Lied. Und das heißt Nelken. Also, es geht um die Nelken, die ein Mann eine Frau bringt. Weil er so sich verliebt hat an ihr. Und ja, genau. Ja. Vielen Dank. 5 Zugaben. Ja. Wir können noch ein Lied, spanisches, typisches Lied. Welche andere? Victoria Luna? Ist das? Mmh, creo que no me sale muy bien. Man muss cambiar de palo. Oh, zünftig, so schön. Bravo, bravo! Un bolero? Un bolero? Mhm. Welche bolero? He visto antes, ¿cuál he visto? El reloj. El reloj. Esto también es algo? Muy típica española, pero es un poco lenta. Sí. ¿Vienes arrepentida? ¿Vienes pidiendo? No. ¿No? Si tú me dices lo mismo. Reloj, piensa en mí. Piensa en mí. La que tú digas. ¿Ah? La que tú digas. El reloj con cima. El reloj. Las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tita me recuerda. Irremediable dolor, reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas. Que voy a enloquecer,
ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Se vaya de mí para que nunca amanezca. Mataré el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Soll ich singen und tanzen gleichzeitig? Nein, ich habe singen und bei dir tanzen. Ja, aber. Ach so. Ach so. Kann man spielen? Ja, aber der kann nicht. Gut. Er kann nicht. Wer kann Gitarre spielen? Ich. Ja, ja, dice que yo canté a pelo y vosotros no. Corey spielt Gitarre und du singst. Und du tanzt. Besser mucho. Ja. Klasse. Ja. Ja. ¿Otra vez? ¿Habes ein bisschen Freude? ¿No la cantaste tú antes? Egal. Aber sie spielt auch. Aber bei mir kann es auch mal holpern, gell? Ja. Tengo miedo de quedarme a medio camino. Las estrofas. Yo te he dicho. Esto va a quedar totalmente en blanco. ¿Tú has hecho un texto? No. ¿Qué más sabes tocar? Las canciones. Las Guantanamera. ¿Guantanamera? ¿Sabes? ¿Guantanamera? Pero tampoco me sé las estrofas de memoria. ¿Así te está? No. Y esto es en. ¿Cuánto va? Wow.
soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma. ¡Ale! Una poca
Okay, das war La Bamba. Und ein schönes Lied. Yel, eine Entdeckung in unser Leben. Und ja, was denkst du? Was meinst du? Was denkst du? Sonst einfach nur einmal. Du sagst es. Das denke ich. Was denkst du, was machst du? Herz. Wo seid ihr? Okay, Stuhl, das ist Silla auf Spanisch. Jetzt machen wir einen Spanischkurs. Gitarra? Gitarra? Gitarra. Das kannst du noch sagen. Hm? Silla. Silla, muy bien. Gut? La Silla. La Silla. Und selbstverständlich La Gitarra. La Gitarra. La Silla. Sombrero. El. El sombrero. El Miguel. Okay. ¿No vas? El Pepe. El Pepe. Y el micrófono. Man kann auch dazu sagen, Pepe ist kein echter Name. Es ist nur ein Spitzname von José. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Woher kommt das? Ja. Weißt du? Ich weiß es. Bitte? Kannst du erzählen, aber ihr werdet nicht so kapieren können, weil das ist so spanisch halt. Also im Kalender, so im griechischen Kalender steht immer José P. P. Punkt. Und dieses P. Punkt, P. Punkt ist Padre Putativo, also Stiefvater von Jesus. Also der heilige Josef war Stiefvater von Jesus und er stand immer im Kalender José P. P. Und deswegen haben die Leute allen José P. P. genannt. Oh. Und davon kommt auch Pepito als Verkleidung und so weiter. Deswegen sieht er wie Jesus aus. Na, wie Josef. Ja, gut, wie der Vater, ne? Ich halte Jesus. Aber genau heißt doch das Gürkchen in Pepino, was ist das? Nee, italienisch doch. Pepino ist das Gürkchen. Stimmt, das hat man nämlich Pepino. Das ist italienisch. Pepino. Pepo. Pepo. Ja, das ist ein Name von Spiel gewesen. Da habe ich gedacht, auch da heißt es ein Gürkchen. Pepino. Ja. Ja, danke schön. Ja, ich lade wirklich ein, Künstler Raum zu geben, denn die ist eine Entdeckung heute. Ne? Wir waren öfter, aber Single ist ja unglaublich. Ich bin sehr berührt. Ne? Und einfach, dass wir öfter Raum schaffen für Schönheit, für Schwingungen für Feines, ne? Und ich habe es voll genossen und bin sehr dankbar für alle hier, für alle da, die das kreiert haben. Fühle mich reicher, beschenkt, berührt, ne? Und ja, ich finde toll, wie viel Stimme und Musik erlaubt, ne? Und eben die Einladung, Musik in andere Felder zu organisieren. Was wir einfach auch machen, jetzt in München, wir machen München-Party, in Wien, in Florenz, versuchen wir haben nicht die Möglichkeiten, was andere haben, weil wir es neu machen. Wir möchten nur Sachen, die echt sind, die berühren
und dieses neue Feld aufbauen, wo egal was wir tun, einfach wow ist, ne? Und nicht mehr so diesen Abstand, der eigentlich uns nur trennt und der niemanden einfach auch gut tut. Und eben die Einladung oft in diese, ich nenne es Intimität, weil es berührt, weil es richtig nährt, öfter Räume zu schaffen, wo das möglich ist und eben die Künstler einzuladen. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Nadja. Neue Entdeckung. Darf ich? Ja. Sie? Ja. Okay. So, wir haben ja gesagt, so als Wertschätzung, für vielleicht, wenn jemand den Impuls hat, eine kleine, für Hilfe einfach, kleine Spinnen durch, das macht man ja so. Genau. Eine Million. Einfach was. Oh. Wir teilen uns dann auch. Nein. Das machen wir einfach so, einfach so. Wie jeder so, ne? Fühlt und so. Und mit Essen, das machen wir jetzt auch nicht irgendwie das und das kostet das und das, du hast so, das ist alles doof. Ach so.